Ich habe schon wieder versagt, Emily. Wir sollten längst wieder vereint sein. Ich habe alles versucht, um Ladybugs und Cat Noir's Miraculous zu kriegen. Ich hätte ihre Kräfte bereits kombinieren sollen, wodurch mir der Wunsch gewährt wird, der dich zurückbringt. Ich bin unserer Liebe nicht würdig. Ladybug macht nie einen Fehler. Du auch nicht. Ladybug hat nicht rausgefunden, wer du bist. Sie hat nicht dein Miraculous und... Natalie, siehst du, einen Fehler habe ich schon gemacht. Es war kein Fehler. Ich habe selbst entschieden, das Pawn Miraculous zu benutzen, obwohl es kaputt war. Ich wusste genau, was für ein Risiko ich eingehe. Ein Risiko? Natürlich. Ladybug macht nie Fehler, weil sie nie Risiken eingeht. Ich brauche einen Superschurken, der Ladybug zwingt, Risiken einzugehen. Dann wird sie, ohne dass sie es merkt, einen Fehler machen. Na toll, natürlich ist der Schlüssel aus meiner Tasche verschwunden, wenn ich schnell los muss. Jetzt haben sogar die Bänke Taubenabwehrspitzen. Oh, meine armen Freunde. Froggy, komm zurück, das ist zu gefährlich. Wieso habt ihr immer vor allem Angst? Ich will Fahrrad fahren, ohne Helm und ohne Stützräder. Perfekt. Flieg los, Megakuma, und kümmere dich um dieses betrogene Herz. Komm zurück! Froggy, komm her! Froggy, halt an! Zeit, nach Hause zu gehen! Risk, ich bin Shadow Moth. Ich verleihe dir die Macht, die Menschen dazu zu bringen, ihre Ängste zu vergessen. Dank dir werden sie alle Risiken eingehen und werden dich auch alles machen lassen, was du willst. Wow, funktioniert das dann auch bei meinen Eltern? Ja, sobald sie dein Lied hören, werden alle Väter, Mütter und Kinder unbewusst anfangen, riskante Sachen zu machen. Haben wir einen Deal? Ja! Entschuldige, könntest du mir mit den Koffern helfen? Warte, Natalie, ich helfe dir. Danke, Adrian. Schon fertig. Danke. Ich muss mit Natalie noch etwas besprechen, dann geht es los. Warte draußen. Ja, Vater. Ich weiß genau, du hast ein Geheimnis, Onkel. Und diesmal hält mich nichts davon ab, rauszufinden, was du versteckst. Ich wusste es. Shadow Moth. Das ist bisher unser riskantester Plan. Über viele der Parameter haben wir keine Kontrolle. Möchte ich für die Agrests etwas zurücklassen. Ich vertraue dir den Ring meiner Frau an und meinen Sohn. Oh,
Adrien? Was machst du hier drin? Ich wollte dir sagen, Vater, dass ich diese Reise nicht will. Adrien, ich bin dein Vater und ich verlange, dass du... Adrien, es ist Zeit zu gehen. Ja, Nathalie. Adrien ist in Sicherheit. Danke, Nathalie. Gute Reise. Novo, Dusu, duale Metamorphose! Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Angst, das kenne ich nicht. Es wird Zeit, dass du endlich ein paar Risiken eingehst, Ladybug. Flieg, mein hübscher Amok, und erwecke meine Kreation zum Leben! Strike back, du wirst ganz Paris verwüsten. Dank dir wird Ladybug nun ganz bestimmt endlich einen Fehler machen. Wenn ich ein Selfie mit ihm mache, kriege ich mega viele Likes. Ich habe das perfekte Eis für Sie, Monsieur Schurke. Pepperoni für die Schärfe, kandierte Haselnuss für den ultimativen Kick. Verwandle mich zurück. Das war's, Tiki. Er kommt wieder, Marinette. Er macht doch nur eine Reise. Eine Reise? Voyage! Ladybug hat vielleicht versagt, aber Peggybug bringt ihn zurück. Und dann reden wir gemeinsam mit seinem Vater. Du willst nur dafür das Pferdemiraculous benutzen und dich teleportieren? Um Adrien nicht zu verlieren, riskiere ich alles. Tiki, verwandle mich! Vater? Ihr seid so... Blind. Wir waren blind. Wir haben hier nicht nur ein Sentimonster, sondern auch einen Superschurken. Deswegen waren wir so leichtsinnig. Er sorgt dafür, dass wir Risiken eingehen. Da Ladybug jetzt weiß, dass sie alle betroffen sind, wird sie alles anzweifeln und besonders sich selbst. Cat Noir, du musst dich zurückverwandeln. Was? Bis ich den Akuma habe, darfst du deinen Kataklysmus nicht haben. Es ist zu riskant. Minotaurox, Purple Tigress, Polymaus, ihr kommt mit mir. Wir können das Sentimonster erst besiegen, wenn wir Risk besiegt haben. Alle anderen versuchen, die Schäden zu begrenzen. Mhm. Ich bin Froggy, hier komm ich. Das Wort Astas kenn ich nicht. Aber ich kann helfen. Du findest den Akuma nie, weil ich den Gegenstand versteckt habe. Fluff, Kalki, trennt euch! Komm schon! Zeig's mir! Ich hab keine Angst vor dir! Schnell! Er hält nicht lange durch! Hol! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, Megakuma. Miraculous Ladybug! Also wie wäre es, wenn wir nachher damit weitermachen? Ihr wartet so lange hier, okay? Super, das hast du wirklich gut gemacht. Du hast es beim ersten Mal geschafft. Ich wusste, du bist der, den ich brauche. Du bist der Beste, Adrien. Ich meine... Flairmidable. Nenn mich Flairmidable. Der Name passt gut zu dir. Gut gemacht. Hier, mein Kleiner. Du bist so mutig, dass du keine Angst vor Shadow Moth hast, aber damit denkst du trotzdem daran, vorsichtig zu sein. Danke, Ladybug. Tanken wir neue Kraft, bevor wir uns um die Sentimonster kümmern.
Risk wurde zwar besiegt, aber Ladybug muss irgendeinen Fehler gemacht haben. Und ich bin schon gespannt zu sehen, welchen. Der Kampf ist noch nicht vorbei, Strike Back! Verwandle mich zurück! Danke nochmal, Adrien. Ich bring dich zurück zum Zug. Ich will nicht wieder in den Zug steigen. Ich will hier bleiben und mit dir kämpfen. Was ist mit deiner Reise? Willst du deinem Vater die Meinung sagen? Ja, du hast mir den Mut gegeben, den ich brauchte, Ladybug. Ich habe das Gefühl, mich hält nichts mehr auf. Darf ich vorstellen, Leute? Flair Midable, der neue Besitzer des Hunde-Miraculous. Oh, Cat Noir. Miraculous des Hundes, Miraculous der Katze. Witzig, oder? Zum Totlachen. Es freut mich, Cat Noir. Na los, schüttelt euch die Pfote. Ich wusste, ihr zwei würdet euch verstehen. Das ist die Magie der Miraculous. Sogar Hund und Katze sind friedlich zusammen. Ihr werdet ab jetzt viel Zeit miteinander verbringen, denn er gehört jetzt zum Team. Für immer. Bereit, Miraculous-Team? Wir können sie nicht angreifen, also stellen wir ihnen eine Falle, ohne unnötige Risiken. Rooster Bolt, du kannst deine Kraft wählen. Verleih dir die Macht, Dinge zu vervielfachen. Wir brauchen mehr Sonnenbrillen. Sublimation. Als nächstes locken wir alle Sentimonster an denselben Ort. Carapace, du verhinderst mit einem Schild, dass sie fliehen können. Dann verwandle ich mich in Pegabug und öffne ein Portal, in das die Sentimonster reinfallen. Ein Portal wohin? Dahin, wo sie nie wieder jemandem wehtun können. Showtime, Leute! Schutzschild! Das nicht. Ladybug müsste einen Fehler gemacht haben. Sie müsste zu viel riskiert haben. Wieso hat sie nicht verloren? Was willst du, Felix? Ich bin hier, weil ich das echte Pfauen Miraculous will. Und du wirst es mir einfach geben. Ich weiß nicht, wovon du redest. Soll ich Adrien von dem Geheimcode auf dem Gemälde erzählen? Dann gib mir, was ich will, und ich gebe dir als Gegenleistung etwas Besseres. Ladybugs und Cat Noirs Miraculous? Nein. All die anderen Miraculous. Und den hier. Ich werde ihn nicht mehr brauchen. Solange sich Ladybug nicht zurückverwandelt hat, muss ich nur ein Wort sagen. Und ihr Jojo, das magische Portal zu den Miraculous, gehört dir. Überleg es dir. Die Uhr tickt. Woher weiß ich, dass du das Pfauen Miraculous nicht gegen uns einsetzt? Wenn ich dir schaden wollen würde, hätte ich das schon längst gemacht, Onkel. Du, Sue, ich gebe dich frei. Hol! Oh, du hast verloren, Ladybug! Endlich! Er hat das Jojo und das bedeutet, er hat die Miraculous. Mein allergrößter Wunsch wird nun endlich in Erfüllung gehen. Ladybug, versuch dich zu beruhigen. Es muss einen Weg geben, dein Jojo zurückzubekommen. Ja, vielleicht, wenn ich mich zurückverwandle und dann... Mach das, hier bist du sicher. Ist das wirklich so? Vielleicht ist das eine Falle und du bist Felix. Wenn du mir jemals vertrauen wolltest, dann bitte jetzt. Verwandle mich zurück. Beeil dich, Tiki. Er darf sich nicht alle Miraculous nehmen. Bitte lass noch welche da sein. Es müssen noch welche da sein. Verwandle mich zurück. Bug, ich gebe dich frei.
Fertig! Tiki, verwandle mich! Nein, es ist keins mehr da! Ladybug? Ich hab's verloren. Bürger von Paris! Ladybug hat versprochen, euch zu beschützen. Tja, sie hat euch belogen. Seht ihre Niederlage. Ich hab all ihre Miraculous. Jetzt bin ich mächtiger als jemals zuvor. Von jetzt an werde ich euch erbarmungslos angreifen. Ich werde überall sein und mich in eure Gedanken bohren. Eure Träume stehlen. Mir eure größten Ängste zunutze machen. Ich werde Schaden anrichten, und zwar so viel, wie ich nur kann. So lange, bis mir jemand Ladybugs und Cat Noirs Miraculous bringt. Ich habe alles verloren. Mich hast du nicht verloren. Wieso gibst du mich nicht auf? Ich habe alle Miraculous verloren. Ich bin die schlimmste Hüterin aller Zeiten. Ich wollte alles kontrollieren. Ich habe nicht auf dich gehört. Ich habe dich belogen, dich auf Distanz gehalten. Jedes Mal, wenn du mir eine helfende Hand gereicht hast, habe ich sie nicht genommen. Ich habe wirklich alles vermasselt. Milady. Wir werden sie zurückholen, eins nach dem anderen, bis zum letzten. Und wir sorgen dafür, dass das nie wieder passiert. Du und ich? Du, die beste Superheldin, die es jemals gab. Sie, die Einwohner von Paris. Und ich, dein treuer Partner. Nachdem der Superschurke, der sich jetzt Monarch nennt, fast alle Miraculous von Ladybug gestohlen hat. Ich bin Monarch, mächtiger als je zuvor. Hört zu, ich werde euch unentwegt angreifen, außer ihr bringt mir Ladybugs und Cat Noirs Miraculous. Trotz dieser Drohungen unterstützt die Bevölkerung Ladybug weiter. Diesen Kampf mag Monarch gewonnen haben, aber der Krieg um die Miraculous hat erst angefangen. Half Moth, Shadow Moth oder Monarch, wie auch immer du heißt, du wirst nie Cat Noirs Miraculous stehlen, oder meins? Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir jedes einzelne zurückbekommen haben. Bam! Vielen Dank, Cat Noir. Wir beide zusammen. Meine Liebe. Ich kontrolliere die Juwelen des Hüters der Miraculous. Unser Sieg ist zum Greifen nah. Monarch wird niemals den Sieg erlangen. Ich brauche nur noch das Miraculous von Ladybug und Cat Noir. Sobald ich die beiden habe, werde ich sie vereinen und den magischen Wunsch erfüllen, der dich zu mir zurückbringt. Denk nach, wenn du sie zurückbringst, wird jemand an ihrer Stelle gehen müssen. Es ist zu gefährlich. Sei still! Wir lassen uns nicht zum Schweigen bringen. Wir werden nicht die Gefangenen von Monarch. Ihr seid nicht meine Gefangenen, ihr seid meine Sklaven und ich bin euer Meister. Versteht ihr das, ihr dummen Kreaturen? Natalie, Ladybug hat einen Fehler begangen. Etwas zu riskieren hat sich ausgezahlt. Ich habe fast alle Miraculous, auch das der Evolution, das die Kraft des Zeitreisens verleiht. Gabrielle, warte auf mich. Sobald ich zu Hause bin, werden... Wie oft stand ich kurz davor, die Miraculous von Ladybug und Cat Noir zu kriegen? Wenn ich in die Vergangenheit reise, kann ich ihr Verhalten vorhersehen und ihre magischen Juwelen stehlen, wenn sie am schwächsten sind. Besser gesagt, wenn sie am schwächsten waren. Es gibt auch eine andere Lösung, die vielleicht... Oh? Noro Fluff, duale Metamorphose! Ich glaube, ich weiß, wie Monarch die Miraculous stehlen konnte. Oh. Er wird müde, das ist unsere Chance. Die Uhr, wir müssen das Hasen-Miraculous zurückbekommen. Was war das denn? Kätzchen Noir, Minibug, war nix. Waren das wirklich wir, die da durchgegangen sind? Ja, nein, ich meine ja, das wart ihr. Spätere Version von euch, wenn alles gut läuft. Monarch hat sofort seine neuen Kräfte eingesetzt. Und natürlich hat er mit dem Hasen-Miraculous begonnen. Dem mächtigsten von ihnen. Und auch dem gefährlichsten. Die Vergangenheit zu ändern kann schwere Konsequenzen für die Gegenwart haben. Ha! Es ist Zeit, die Geschichte umzuschreiben. Hasenhöhle!
faszinierend. Mir Ladybugs und Cat Moss Miraculous. Die große Frage, die sich jeder stellt, wie konnte Monarch die Miraculous in die Hände bekommen, die Ladybug beschützen sollte? Ich dachte, der Besitzer des Hunde-Miraculous wäre Adrien Agrest. Du weißt doch, von wem ich rede. So in etwa, ja. Es hat sich herausgestellt, dass Flammidable nicht Adrien Agrest war. Das wusste ich aber nicht. Ich habe seinem Cousin Felix das Miraculous gegeben. Er hat sich als Adrien ausgegeben, weil er ihm ähnlich sieht. So konnte er also die Miraculous von dir stehlen. Ja, und jetzt hat Monarch sie. In diesem Fall haben beide einen Fehler begangen, denn es beweist, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht. Wir müssen Felix finden. Verwandeln wir uns. Ladybug, du solltest die Miraculous beschützen. Du hast als Hüterin versagt. Verwandelt mich zurück. Ich hab mir geschworen, ich würde euch alle kontrollieren. Es stimmt, zwei eurer Freunde konnten meinem lieben Neffen Felix entkommen. Und das Hasen-Miraculous wurde mir gestohlen. Aber lasst euch nicht täuschen, jetzt, da eure Kräfte mir gehören, sind die Kwamis von Ladybug und Cat Noir bald bei euch. Aber ich habe die Miraculous beschützt. Dann erkläre, wieso sie nicht mehr in deinem Besitz sind. Die 15 in der Schatulle, der Hase eingeschlossen. Was würde passieren, wenn Monarch dieses Miraculous einsetzen würde, um den Fluss der Zeit zu ändern? Das hat er schon versucht. Keine Sorge, wir haben es zurückgeholt. Es ist sicher und hat einen außergewöhnlichen Besitz. Und das werden wir auch mit all den anderen tun. Weil wir endlich einen Hinweis haben, der uns zu Monarch führen könnte. Also helfen Sie uns, statt uns zu beschuldigen, Großmeister, und vertrauen Sie uns endlich. Du hast recht, Ladybug. Ich hätte euch helfen sollen. Stattdessen habe ich mich von der modernen Welt ablenken lassen. Wie von diesen unfassbar teuren Schuhen und diesen elektronischen Geräten, mit denen ich 4 Monate meiner Existenz an Katzenvideos verschwendet habe. Ich war länger der Hüter als du. Ich habe mehr Erfahrung und bin stärker. Statt eines stechenden Speers hätte ich ein schützender Schild sein müssen. Ist ja gut, aber stehen Sie auf. Wissen Sie, jeder macht Fehler, also versuchen Sie uns irgendwie zu helfen. Das wäre toll. Du hast richtig. Ich gehe zurück zum Tempel und hole Unterstützung. Er hüpft so nicht den ganzen Weg nach Tibet, oder? Verwandle mich! Finden wir Felix! Felix Fathom ist der Sohn des amerikanischen Milliardärs Cole Fathom, der letztes Jahr verstorben ist, und der Aristokratin Lady Amélie Gaham de Vanilly. Er ist dreifacher Medaillengewinner in Kung Fu und Reiten, ein Schachgenie, Englands jüngster Universitätsabsolvent und lebt mit seiner Mutter, der Zwillingsschwester von Gabrielle Agrests Frau, in London. Mein Sohn war nicht hier, als ich heute aufgewacht bin. Ich habe mir keine Sorgen gemacht, weil ich dachte, er wäre in Paris, um Adrien zu treffen. Die beiden mögen einander so sehr. Ich konnte Felix nicht erreichen, also habe ich seinen Onkel Gabriel kontaktiert. Der sagt, er hätte ihn nicht gesehen. Aber er war in Paris. Ich habe mit ihm gesprochen. Oh, Cosmo, Bug, Astro, Cat, ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Keine Sorge, Madame. Er geht wahrscheinlich zu seinem Onkel. Oder er ist vielleicht schon auf dem Weg zurück nach London. Vielen Dank euch beiden für eure Unterstützung. Was, wenn wir bei Felix falsch liegen? Glaubst du, dass er eins von Monarchs Opfern sein könnte? Ich weiß es nicht. Ich hatte gehofft, er führt uns zu den Miraculous. Das wird schon noch. Monarch greift weiter an und wir finden heraus, was mit Felix passiert ist. Bis es soweit ist, müssen wir so vorsichtig wie noch nie sein. Mit all den Kräften, die Monarch jetzt besitzt, müssen wir alles erwarten, zu jeder Zeit. Ich weiß. Kehren wir zurück. Es war ein langer Tag. Verwandle mich zurück. Denk an was anderes. Denk an was anderes. Keine Sorge, Marinette. Es wird alles gut. Wie kann ich an etwas anderes denken? Ah ja? Marinette Dupin-Cheng? Monarch! Bist du dir sicher? Ja, und jetzt musst du sie nach dem Geschenk fragen. Was meinst du, was für ein Geschenk? Du musst Marinette Dupin-Cheng nach dem Geschenk fragen, das Ladybug ihr mal gegeben hat. Ein Geschenk ist... Ruhe! Du hast also ein Geschenk für mich? Oh ja. Ja, das Geschenk von Ladybug. Genau. Überleg dir, was du tust. Tut mir leid. Ich hole das Geschenk sofort. Bitte. Trennt euch! Ich wollte keinen Schlüsselanhänger. Ich wollte, dass ihr mich zu der Hüterin führt. Das machen wir doch, Monarch.
Ladybug ist immer vorsichtig. Wir kennen ihre Adresse nicht. Für den Fall, dass wir verloren gehen, hat sie sich eine Schnitzeljagd ausgedacht, damit wir rausfinden, wo sie wohnt. Und der erste Hinweis war, dem Geruch von Croissants zu folgen. Macht das nicht total Spaß? Weißt du, wo ich Ladybug finde? Nein, Ladybug gab mir den Schlüsselanhänger, als sie mir das Miraculous der Maus gebracht hat, damit ich ihn dem Kwame gebe. Mullo, falls sie es nicht wiederkriegt, weil ich den Weg nicht finde oder zu spät komme. Ich bin so ein Tollpatsch, dass das wirklich hätte passieren können. Ich verstehe, wieso sie mir nicht ganz vertraut hat. Wie auch immer, hier, ich habe den Anhänger, aber ich weiß nicht, wer Ladybug ist oder wo sie wohnt. Hey, ich habe hier Croissants. Du weißt, wo Ladybug ist. Nein, weiß ich nicht. Aber jetzt weiß sie, wo sie dich finden kann. Aufgepasst, Leute. Mega-Story. Live aus Marinette Dupin-Chanks Zimmer. Monarch, du hast jetzt alle Miraculous. Was denkst du unternimmt Ladybug? Vielleicht verlegt sie ihr geheimes Versteck oder sie sucht nach einem Ersatz oder sie ist dir bereits auf die Schliche gekommen. Hey, das ist Zensur. Was hat die Zahl zu bedeuten? Ist eine Nummer. Eine Nummer ist eine Reihe von lustigen Symbolen, die meist nutzlos ist, außer man will notieren, wie viele Bananen man essen will. Und was ist das? Das ist der Schlüssel zu einem Schließfach. An dem Ort rutscht man wie verrückt auf einem gefrorenen Pool herum. Oh ja, die Hüterin hat uns viel davon erzählt. Sie liebt es, dorthin zu gehen. Oh, oh. Die Eisbahn. Noro, Kalki, vereint euch! Voyage! Also, was habe ich verpasst? Vater, ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Aber ich weiß nicht, wie... Komm zum Punkt, Adrien. Ich bin beschäftigt. Ich will kein Model mehr sein. Wenn es das ist, was du willst. Gibt es noch etwas? Nicht jetzt, Adrien. Miraculous, meine lieben Kwamis. Novo, verwandle mich. Ladybug, Cat Noir, ihr beide werdet nie wieder die Chance bekommen, mich reinzulegen. Denn nun beginnt die Zeit von Monarchs Herrschaft!